Ja, zu unserem an für sich gefeiert werden wollenden 500. Podcast haben wir uns entschieden, einzuladen zu einer 7-minütigen Stille in Gedanken an alle, die den Frieden unterstützen und ja, gute Gedanken schicken in für alle, die jetzt Hilfe brauchen, und möge uns Frieden möglich sein. Ja, In also, ja. dem Sinne schweigen wir jetzt und wünschen euch ja ein friedliches, friedvolles, gutes Miteinander. Baba.
Ja, 7 Minuten des Schweigens und guten Gedankensendens habt ihr jetzt mit uns geteilt und wir hoffen, dass die geworfenen Würfel des politischen Gerangels auf friedvollen Boden fallen. Ich habe gerade gedacht, Putin heißt ja mit dem Vornamen Wladimir und Mir heißt im Russischen Frieden. Der Name wird zwar übersetzt als Waldemar, aber auch da kann friedvolles wachsen. Draußen höre ich die Vögel zwitschern, bei uns geht es hier friedvoll weiter. Und was denkst du? Ich denke jetzt gar nichts und schließe mich deinen Worten an. Ja, was noch fehlte, ist, wir können natürlich, die das möchten, auch beten. Das sagen Ja. wir ganz gar nicht. Beten oder wünschen, das ist ja fast das Gleiche. Ja. Für den Frieden. Wann immer Es erforderlich erforderlich ist oder immer mal wieder dran denken, einfach. ja, dass Frieden auch ein Geschenk Frieden ein Geschenk ist, so wie des wir hier leben unseres können. Herzens, ja. Und das wünschen wir allen. In dem Sinne, Baba. Baba.